Mehrere Anwohner des Kaperbergs fordern nun in einem Schreiben an das Eubner Gemeindekollegium und den Städtebaudienst, dass die Gebäuderegie bzw. die öffentliche Hand Abstand von dem Bauprojekt nimmt. Wie die Anwohner schreiben, werde der geplante Bau ihnen einen beträchtlichen Teil der Lebensqualität nehmen. Anwohner ist auch der Eubner Friedrich Galboso, der die Initiative zu dem Schreiben ergriffen hat. Der Anbau liegt direkt hinter unserem Garten. Wir haben damals das Haus von meiner Großmutter gekauft. Und man hat uns damals, als das Parlament umgebaut wurde, zugesagt, dass die Höhe der Wand, der wir damals zugestimmt haben, weil der Anbau ja abgeändert wurde, nicht erhöht würde. Jetzt setzt man uns hinter das Haus ein kleines Gebäude, das 9,60 Meter über dem Boden ist. Der geplante Bau sei dem Umfeld entsprechend vollkommen disproportional. Ich glaube, dass alle, die in dem Umkreis wohnen, sich bewusst sind, dass dieser Klotz da mittendrin eine kleine Katastrophe bedeutet. Noch davon abgesehen, dass es das einzige restliche Stück Park ist, das von DESPA übrig bleibt. Und was uns unverständlich ist, ist, dass das Gebäude komplett das Licht für den neuen Saal der PDS wegnehmen wird. Der Ausbau des Staatsarchivs hatte sich durch ein negatives Gutachten verzögert. Grund war eine Ulme im Garten des alten Parlamentsgebäudes. Wir werden jetzt nur Einspruch erheben, wissend, dass der erste Einspruch, den wir ja erhoben haben, damals war das Gebäude knapp 6 Meter hoch. Und dieser Einspruch ja nicht, dem wurde nicht stattgegeben, weil scheinbar in unserer Gesellschaft ein Baum mehr wert ist als die Mitmenschen. Man hat uns also damals gesagt, der Einspruch, dem würde nicht stattgegeben und das Gebäude würde so oder so gebaut. Und dann haben wir die neuen Pläne gesehen und stellen jetzt fest, dass das Gebäude etwas schmaler, etwas kürzer, aber dafür auch 3,60 Meter höher sein wird. Die Anwohner hoffen, dass ihr Anliegen berücksichtigt wird. Alternativen gäbe es zu dem Projekt. Wenn die Höhe vernünftig wäre und man in den Boden ging, wäre das durchaus eine Möglichkeit, wissend, dass der Park natürlich dementsprechend dann geopfert wird. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch analysieren, ob es in Eupen keine anderen Möglichkeiten gibt, irgendwelche Archive unterzubringen. Die öffentliche Untersuchung läuft am Freitag aus.